Hey, yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem erneuten Video. Ich bin heute mal in der Nacht ein bisschen in Valheim unterwegs. Wir haben 18.13 Uhr Nacht. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr dunkel geworden. Und gerade bietet es sich an, vielleicht ein paar Milchstraße-Fotos zu machen. Ich denke mal, dass es eh nicht klappen wird, aber ich werde hier jetzt mal was zusammenstellen. Und zwar hier mein treues Rollei-Stativ. Und werde dann ein 28mm Canon FD 2.8er Objektiv benutzen. Das ist ein sehr lichtstarkes Objektiv, also was heißt sehr, relativ gut. Und ich werde in die Richtung schießen und da gibt es nämlich einen gewissen Sternenhaufen. Ich kenne mich in Astrologie gar nicht aus oder Astronomie, keine Ahnung, wie man sagt. Gut, wir sind gerade an den Kalköfen. Ich werde in die Richtung fotografieren, aber zuerst müssen wir das Objektiv wechseln. So, meine Freunde, es ist jetzt super hell. Gleich, wenn wir den Himmel einmal fotografieren möchten, müssen wir gleich das Licht ausmachen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, 2.8er 28mm Linse. Wir müssen jetzt erstmal einmal auf den Himmel fokussieren. Wir machen aber Folgendes. Wir benutzen dafür einen sogenannten Intervalometer. Damit könnt ihr einmal drücken und dann, solange der Knopf hier gedrückt ist, kann der sozusagen die ganze Zeit aufnehmen, oder ihr programmiert das Ding so rein, damit es eine sogenannte Zeitschleife macht. Und zwar könnt ihr dort einstellen zwischen einer Sekunde und 99,99999 Minuten oder Stunden oder Tage, je nachdem. Und wie viele Bilder in Folge es macht. Das benutzt man auch dafür, wenn ihr zum Beispiel einen Zeitraffer machen möchtet. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich so, wo voll viele Menschen sich so voll schnell bewegen und da zum Beispiel der Himmel super schnell geht. Ihr habt auch bei mir schon öfters mal so was gesehen. Ihr müsst die so einstellen. Es gibt nämlich die sogenannte 500er Regel. Und zwar müsst ihr so berechnen, wenn ihr zum Beispiel ein Objektiv habt, was 28mm hat, müsst ihr dann 28, also das X ist genau die Brennweitenzahl von eurem Objektiv. Das heißt, 28 durch 500 müsste ca. 15 Sekunden ergeben, falls ich mich nicht irre. Ja, Pi mal Daumen. Weil, wofür diese Rechnung da ist, ist nämlich, wenn ihr länger als 15 Sekunden belichtet, beispielsweise bei den 28mm, habt ihr nämlich Folgendes, und zwar, das nennt man dann Sternenwanderung. Das heißt, ein Punkt, der als Stern dargestellt wird, wenn ihr länger belichtet als diese Zeit, die ihr ausgerechnet habt, fängt es an, diese Sterne zu wandern, weil unser Planet dreht sich ja um die eigene Achse. Und wenn ihr länger als diese Zeit belichtet, passiert Folgendes, und zwar diese Sternwanderung. Dann werden nämlich diese Punkte nicht mehr punktförmig dargestellt, sondern die ziehen sich dann. Und es gibt zum Beispiel so ein Beispiel, wo man viele Bilder übereinander stacken kann. Da gibt es nämlich so einen kleinen Trick, da zeige ich euch jetzt mal ein Bild. Und zwar dadurch, dass ich längere Zeit belichtet habe, als ich das ausgerechnet habe für diese Focal Length, also sprich die Brennweite, entstehen dann diese Schlieren. Und wenn ihr die alle übereinander legt, dann passieren diese Bilder, wo so ein übertrieben geiler Kreis entsteht. Das ist nämlich dann der Punkt, wo es um den Polarstern ist. Das bedeutet, relativ zu der Erdachse, um die sich dreht, gibt es immer sogenannte Polsterne. Und wenn ihr die Kamera dahin ausrichtet und dann so oft belichtet und die dann übereinander legt, habt ihr dann diesen Kreis. Das entsteht nämlich dadurch, dass unsere Erde sich einmal um die eigene Achse in 24 Stunden dreht. Das bedeutet nichts anderes, als wenn ihr zum Beispiel ein 100mm Objektiv habt und auf den Himmel ausrichtet, dürft ihr 100 durch 5, also maximal 5 Sekunden belichten, bevor es anfängt so zu wandern. Aber ich sage immer so, durch meine eigenen Erkenntnisse habe ich so festgestellt, geht nicht zu sehr auf diese Zahl ein, sondern versucht immer 2 bis 3 Sekunden weniger zu belichten, damit das viel optimaler wird. Dann gibt es aber auch noch so ein Ding, das nennt man Deep Sky Stacker. Damit könnt ihr dann solche Milchstraßenfotografie betreiben. Und zwar müsst ihr dann mehrere Bilder auf einmal in einer Folge machen. Das heißt, ihr macht 50 Bilder und diese macht ihr dann genau in 5 Sekunden oder so Abständen. Da sieht man dann zwar nichts, aber das Gute daran ist, dass die digitalen Kameras, Handys und was auch immer so viel Informationen in dem Sensor behalten, dass man, wenn man diese Bilder übereinander stackt und durch diese Deep Sky Stacker macht, da gibt es halt viele Sachen wie zum Beispiel Bias und Blacks und Lights und Darks und was auch immer. Das rechnet dann sozusagen das Rauschen immer aus, weil jedes Bild, was ihr macht, hat immer ein unterschiedliches Rauschen. Und das rechnet es dann weg, dadurch wird das Bild dann viel, viel besser dargestellt. Plus jede Kleinigkeit, was an Lichtinformation war, wenn ihr das immer darüber steckt, immer darüber steckt, immer darüber steckt, wird heller. Dadurch kommt dann die Milchstraße zum Vorschein oder zum Beispiel ein Nebula, was auch immer. Das ist auch extrem weit hinaus.
Ich wollte es einfach nur da zeigen, dass es sowas gibt. Da gibt es halt Apparaturen, die nennen sich dann sozusagen Folgeteleskope. Da stellt ihr die Kamera drauf und dann ist dieses Teleskop so, dass ihr das mit einem Programm einstellen könnt, wo es dann die ganze Zeit nachführt. Das heißt, wenn ihr auf einen Stern fokussiert habt, dreht es sich genau so mit, was bedeutet, gegen die Erdrotation. Das bedeutet, relativ zu dem Punkt, wo wir hier stehen und zu dem Stern, wenn sich die Erde einmal um den Kreis dreht, beziehungsweise um den Halbkreis, weil wenn es Komplettkreis ist, ist man ja mit dem Rücken zu dem Stern, ist ja egal, sieht man ja dann nicht. Aber dann könnt ihr dann mehr als diese 500er-Regel anwenden, weil ihr dann sozusagen diese Rotation mitführt. Das bedeutet, ihr könnt dann zum Beispiel eine Stunde lang belichten, ohne dass es zu einem Sternenbewegung kommt. So, wir sind jetzt komplett abgeschwiffen, aber egal. Ey, schaut mal auch gerne mal bei Nils Wiegmann vorbei. Dieser Kollege hat mich sehr stark inspiriert, ein bisschen Astrofotografie zu betreiben. Er macht einfach unglaubliche Arbeit. Es ist fast schon so, als ob das fast nicht real ist, was er so schafft. Unglaublich gute Arbeit. Schaut vorbei. Hinterlasst ihm ein bisschen Liebe. Das ist ja immer gut, wenn man ein bisschen mehr weiß. Wir schließen das jetzt mal an. So, das kommt hier ran an den USB-Anschluss. Folgendes, ich kann euch noch einmal was sagen, und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt so wie ich nachts unterwegs bin, wo es ein bisschen kälter ist, ist es empfehlenswert, wenn ihr einen sogenannten Linsenwärmer habt. Das ist dann nichts anderes als einfach so ein Stück, wo ihr dann eine Powerbank anschließen könnt, was diese Linse dann sozusagen erwärmt. Warum ist das so? Weil ihr kennt doch bestimmt alle Kondensat. Da passiert Folgendes. Die Kamera, wenn die die ganze Zeit benutzt wird, wird ja heiß, weil Energie kommt drauf, heißt Hitze entsteht. Wenn aber die Linse die ganze Zeit vorne ist und nicht beheizt ist, wird die kalt, dann das Body wird warm und dadurch entsteht dann Kondensat, weil in der Luft Feuchtigkeit ist. Und dadurch beschlägt dann die Linse und dadurch kann es euer Bild ruinieren. Wir machen jetzt folgende Sache. Wir haben ja gesagt, ich habe 28 mm. Rechnen wir mal folgendermaßen. Wir gehen mal von 30 mm aus. Wenn wir jetzt 30 durch 500 rechnen, was kommt raus? Genau, keine Ahnung. Es ergibt 17,85 Sekunden. Wir machen das jetzt aber dann folgendermaßen, dass wir das ungefähr auf 15 Sekunden berechnen. Vorsichtshalber machen wir sogar noch 13 Sekunden, damit es safer wird. Also kommt einmal kurz nach hier. Wichtig ist, wenn ihr ein Intervallometer benutzt, müsst ihr die Funktion, sprich die Verschlusszeit bei eurem bei eurer DSLR nicht auf 30 Sekunden machen, sondern auf die sogenannte Bulb-Funktion. Hier geht jetzt der Bulb-Modus. Bulb-Modus bedeutet nichts anderes als ich damit jetzt komplett die Verschlusszeit kontrollieren kann. Das heißt, egal, wenn ich zum Beispiel jetzt so reingemacht habe, läuft hier ein Timer. Dieser Timer wird so lange laufen und die Kamera belichten, solange ich das gedrückt halte. Wichtig ist bei Fotografie, wenn ihr zum Beispiel ein stillstehendes Objekt fotografieren wollt mit einem Stativ, dass ihr sämtliche Stabilisierungen und so weiter in der Linse und in der Kamera ausmacht, weil das könnte folgendermaßen passieren, wenn zum Beispiel irgendetwas im Bild sich anfängt zu bewegen, dann zieht die Kamera automatisch mit, was das Bild halt unscharf machen kann. Weil Unschärfe kann A entstehen, wenn ihr falschen Fokus zieht, oder B, wenn Bewegung dabei ist. Jetzt müssen wir einmal den Stabi ausmachen. Okay, Steady Shot ist jetzt aus. Dann machen wir folgendermaßen. Wir ziehen jetzt einfach die Kamera nach vorne. Ich bin gerade unvorbereitet, weil ich vorher noch nicht komplett fokussieren konnte. Mit einer manuellen Linse ist es wichtig, dass ihr den Fokus richtig trifft. Und zwar, wenn du näher kommst, gibt es eine sogenannte Skala. Und zwar bei Millimetern. Und zwar ist das hier vorne, seht ihr das. Das ist der Fokusring. Hier steht dann zum Beispiel Meter und Fuß. Bei 3 Metern ist es halt in 3 Metern fokussiert, bei unendlich ist es bei unendlich. Ihr müsst halt auf unendlich gehen, aber immer zu sagen ist, nicht komplett nach hinten ziehen, sondern ein bisschen nach vorne gehen, weil das sozusagen dann, die Linsen sind nicht so perfekt, dass wenn du die auf unendlich gemacht hast, dass es dann unendlich ist. Wenn es auf unendlich steht, kann es trotzdem unscharf sein. Dazu gibt es einen kleinen Trick. Es gibt einen sogenannten Filter. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, aber hier schreibe ich den Namen jetzt hin. Und zwar passiert das durch Frakturenbrechung, damit das richtig fokussiert wird. Das ist halt extra für Astrofotografen, die das wirklich beruflich oder sonst was machen, die halt auf einem hohen Level machen, damit das halt auch wirklich scharf ist. Das passiert nämlich ganz simpel durch Lichtbrechung. Und wenn dieses Licht sich dann richtig bricht, ergibt es dann ein sehr schönes
sehr schönen Stern, was dann suggeriert, dass es genau fokussiert ist. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir nämlich das Licht ausmachen, damit es hier dunkel ist. Und dann müssen wir hier drauf fokussieren. Und zwar folgendermaßen. Ihr seht mich jetzt nicht, aber die Kamera sieht etwas. Und zwar, wenn man nach vorne geht, kann man nämlich Folgendes erkennen. Und zwar, wenn ihr komplett reinzoomt, müsst ihr hier vorne, da zum Beispiel, das ist ein Punkt zum Fokussieren. Da merkt ihr, es geht Autofokus. Hier geht es fast in unendlich. Wenn ich aber weitermache, ist es wieder unfokussiert. Das heißt, man muss wirklich einen Millimeter zurückgehen. So, dann Einstellungen auf Bulb-Modus. Die Blende haben wir ja schon bereits gesagt, steht auf 2,8. Jetzt wichtig, damit das so rauscharm wie möglich ist, müssen wir den ISO auf so niedrig wie möglich machen. Wir sagen mal 400 ist auf jeden Fall verkraftbar. So, dann jetzt folgendermaßen. Hier haben wir die Funktion, wie lange wir belichten. Wenn wir hier runter machen, dann können wir, wir haben ja gesagt 17 Sekunden müssten es, wir machen mal 12 Sekunden vorsichtshalber. Okay, haben wir. Dann hier in 2 Sekunden wird er 12 Sekunden lang belichten, in einem Intervall von einer Sekunde. Das heißt 12 Sekunden belichten, eine Sekunde warten, 12 Sekunden belichten und das aber dann genau 4-mal machen. So, und jetzt machen wir das, indem wir auf Start drücken und dann sehen wir, was passiert. So, und Start. Und jetzt belichtet er 12 Sekunden lang. Nach einer Sekunde, wenn es fertig belichtet ist, in einer Sekunde wieder 12 Sekunden lang belichten und das 4-mal hintereinander. Und danach können wir diese Bilder dann drüber stacken. Okay, so, gut. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wir haben jetzt genau 12 Sekunden lang belichtet. Was sehen wir dann? Wenn wir hier heranzoomen, sehen wir auf einmal, dass diese ganzen Sterne jetzt doch ein bisschen vielleicht unscharf sind. Es kann aber auch daran liegen, dass es sogenannte chromatische Aberrationen gibt. Das hat nämlich damit zu tun, dass ich benutze eine alte Linse, eine Vintage-Linse, was sozusagen eine etwas schlechtere Beschichtung hat und schlechter verarbeitet ist als zum Beispiel die ganz neuen, wodurch diese sogenannten chromatischen Aberrationen entstehen. So, ich mache jetzt nochmal dasselbe, muss einmal auf fokussieren. Das bedeutet, ja, ich war tatsächlich falsch im Fokus. So, jetzt werden wir aber Folgendes machen. Und zwar machen wir jetzt anstatt 12 Sekunden, machen wir einfach mal jetzt 30 Sekunden, damit ich euch genau zeige, was dieses Sternwandern macht. Wichtig ist aber, dadurch, dass wir jetzt viel länger belichten, müssen wir auch den ISO runter machen. ISO ist halt die Empfindlichkeit von dem Apparat. Das heißt, wir belichten jetzt einfach mal 30 Sekunden lang, 4-mal. Ja, was haben wir jetzt hier gesehen? Wenn du mal kurz näher kommst, sehen wir vorher. Also vorher haben wir ja gerade gesehen, wenn du jetzt dran... Du kannst ruhig näher. Ne? Hier haben wir vorher 12 Sekunden lang belichtet. Dafür aber mit ISO 400. Und dann... Es ist ein bisschen dunkler, aber das, was ich euch zeigen wollte, ist einfach nur diese Sternwanderung. Das ist nämlich das, was mit den Sternen passiert, wenn ihr länger als diese Zeit belichtet, die ihr ausgerechnet habt. So, da habe ich aber ein bisschen mit dem ISO ein bisschen verkackt, weil ich muss eigentlich viel höheren ISO machen, und zwar so, machen wir mal 200er. Und hier festhalten. Und ich habe auch gemerkt, dass es anscheinend ein paar Erschütterungen gab, was sozusagen diese Sterne ein bisschen verwackelt dargestellt hat. Das bedeutet, also es gibt zwei Optionen. A, entweder das Ding ist hier nicht stabil genug oder Option B, das Gebäude, worauf wir sind, ist am Spielen und bewegt sich, wenn wir uns hier drauf bewegen. Das kann auch eine Option sein. So, dann würde ich sagen, packen wir das jetzt mal ganz kurz ein. Ich habe gerade schon Enns Kamerafrau, Enns Jungmens, Enns Benz, Uncle Benz, habe ich eingepackt und jetzt packen wir die Sachen jetzt hier mal mit. Meine scheiß Finger frieren, aber ist geil. Und weiter geht's. Wir gehen einfach mal jetzt ein bisschen weiter, gucken uns mal ein bisschen an. Was ich jetzt heute, also was überhaupt die Sinnhaftigkeit dieses Videos ist, ist jetzt einfach mal kurz zu erklären, wie überhaupt sowas funktioniert. Im Sinne von, wie kann man Sterne zum Vorschein bringen, die wir mit unserem Auge eigentlich nicht sehen. Das ist einfach nur ein Hilfsmittel.
Die andere Frage ist halt, wie macht man das, damit das gut aussieht? Denn nur die Sterne zum Sehen zu bringen, ist nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist auch natürlicherweise, nicht in Scheiße zu treten. Hier, heilige Kacke, Alter. Oh Gott! Ja, komm hier links rum, hier. Die Herausforderung ist natürlich auch mal, sich eine schöne Komposition auszudenken. Vielleicht eine wunderschöne Landschaft. Und dann halt das mit der Blät, Alter. Links halten. Und die Herausforderung ist halt, eine schöne Komposition zu finden, damit das auch wirklich gut aussieht, was man da macht. Das ist halt die Frage. Aber fast schon wichtiger als die Komposition, finde ich, wenn ihr in der freien Natur seid, bitte seid respektvoll. Bitte seid respektvoll für die Natur. Vergisst nicht, dass das Habitat, wo ihr euch befindet, das Zuhause von irgendwelchen Tieren ist. Also bitte aufpassen. Schließlich kackt ihr auch nicht bei euren Freunden auf dem Tisch im Wohnzimmer. Oder doch? Ich glaube, wir machen von hier aus jetzt in die Richtung ein Bild und schauen uns das mal an, wie es dann ausschauen wird. Da hinten sind nämlich voll viele, wie nennt man das? Bäume, glaube ich. Ne? Folgendes, jetzt machen wir nämlich eine Langzeitbelichtung mit Lichtspielen, aber zusätzlich mit das hier. Bist du hängen geblieben? Gib mir den Blitz. So, das hier ist der Blitz. Und zwar hat er hier einen Funkauslöser. Dieser Funkauslöser ist auch in der Kamera drin. Ich habe aber folgende Funktion reingemacht. Und zwar werde ich jetzt 15 Sekunden lang belichten. Und nachdem diese 15 Sekunden ausgelaufen ist, kurz bevor der Shutter wieder schließt, wird dieser Blitz einmal blitzen. Und dann wird nämlich Folgendes passieren. Ich werde mich nämlich gleich dahinstellen und werde gleich mich einfach so positionieren, als ob ich stehe, und mein selbstgebautes Spasti-Werkzeug benutzen. Und zwar ist es eine kleine LED-Leuchte, die verschiedenste Lichter mit einem Akku macht. Und dann werde ich folgendermaßen machen, so voll die affige Scheiße. Und zwar einfach hiervon so den hier machen. So. Und dann wird einfach das hier gemacht. Guck. Zack. Dann werde ich im Schluss sozusagen einmal belichtet, so als ob ich dann ganz normales Foto schieße. Dabei wird mir die Kamera ins... Entschuldigung, dass ich dein Gender assumed habe. Ins Kamera Frauensmanns, ins Bagger. Das wird dann dafür benutzt. Und dann sehen wir doch mal das Resultat. Es wird höchstwahrscheinlich mehrere Stufen geben, wo ich das mache. Dafür muss das Licht ausgemacht werden und das bleibt dran. Eventuell werde ich auch von Ens Kameramanns Fraus ein Bild machen. Möchtest du drauf sein? Kein Bock auf deine Fragen. Du kommst drauf. Geblitzdings, okay. Gut, dann würde ich sagen, Cut, und dann seht ihr das Bild. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt hier fertig. Es hat ein bisschen Anläufe gebraucht. Denn das ist jetzt genau das passiert, was ich gesagt habe. Bei der Kälte fängt an, die Linse zu beschlagen. Die ist mir gerade auch einmal runtergefallen. Das könnt ihr, by the way, auch alles mit dem Handy selber machen. Wenn ihr noch einen externen Blitz habt, keine Ahnung, von den Eltern oder vielleicht ihr selber, könnt ihr jederzeit selber machen. Dann müsst ihr einfach nur jemanden dabei haben, der das extern einmal auslöst. Dann kriegt ihr genau dieselben Effekte hin. Das mit dem Spielzeug könnt ihr auch machen, indem ihr euch... Also was ich da gebaut habe mit den LED-Scheinwerfern, könnt ihr genau dasselbe mit dem Handy machen. Ihr könnt euch einfach eine App runterladen, die verschiedenste Farben auf dem Bildschirm macht. Dann könnt ihr den Bildschirm einfach so halten und dann so die ganze Zeit bewegen. Das tut es genauso wie dieses eine, was ich hatte. Also diese ganzen Fotos könnt ihr genauso mit einem Handy machen, ohne Probleme. Das Einzige, was da halt ein bisschen schwieriger wird, ist halt die Bearbeitung. Und wenn es möglich ist, in RAW schießen, weil da könnt ihr dann mehr Dateien rausholen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal in 3 Jahren.